Schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine Freunde, hier auf gregs-rpgheaven.de zu dem großen Let's Play zu Final Fantasy VII Remake. Lasst uns zusammen genießen, wenn die Fanfare auftaucht jetzt. Ach, immer so ein kleiner Gänsehautmoment. Da konnte ich mich schon damals während der PlayStation 1-Zeit nicht daran satt hören. Muss ich sagen, ich habe das Intro so lange laufen lassen und gespielt. Aber um nicht zu sehr jetzt schon mal in Nostalgie zu schwelgen und dass wir nur auf diesem Screen hier drauf verweilen. Final Fantasy VII Remake ist gleich für euch alle da und ich habe hin und her überlegt, soll ich ein Let's Play machen, soll ich kein Let's Play machen hier auf dem Kanal, weil ihr habt es ja schon gesehen, ich habe ein Review zu dem Spiel online gestellt, ich habe Berichterstattung auf Rocket Beans TV gemacht, natürlich in der Funktion als YouTuber, als jemand, der Spieleberichterstattung macht, habe ich mich schon mit dem Spiel ausführlich beschäftigt und es sogar durchgezockt, aber ganz ehrlich, es kitzelt bei mir, es nochmal durchzuspielen und warum machen wir das nicht gemeinsam? Und das Gute daran ist, wir können die Story nicht nur gemeinsam so ein zweites Mal erleben, oder zumindest ich kann es ein zweites Mal erleben und ihr ein erstes Mal, wie es mit dem Remake jetzt hier geworden ist, aber ich habe zumindest auch ein bisschen Expertise, was das Kampfsystem und solche Geschichten angeht. Das heißt, ich werde mich nicht allzu dumm anstellen, immer noch dumm genug, aber ich bin ein bisschen vertrauter auf jeden Fall damit und sollte, glaube ich, ein großer Spaß für uns alle werden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich möchte es gerne durchspielen, aber in welcher Art wir es machen. Ich werde erstmal mit dem Video anfangen, aber es kann gut sein, dass wir dann auch Livestreams dann dazu machen. Natürlich Livestream mit dem F, wie es sich gehört. Und achtet auch darauf während der Osterzeit, weil da ja auch der offizielle Release ist. Vielleicht mache ich da auch ein paar längere Sessions, je nachdem, wie ich es zeitlich reinkriegen kann. Ansonsten will ich mich aber hauptsächlich darauf konzentrieren, euch regelmäßig Videos dazu zu bieten, dass wir es in aller Würdigung hier gemeinsam spielen können. Ich gehe kurz durch die Menüs durch mit euch. Ihr habt gesehen, Schwierigkeitsgrad, den will ich auf normal lassen. Ich habe es mittlerweile, da ich es durchgespielt habe, könnte ich theoretisch den harten Modus einstellen. Allerdings müsste ich dazu alte Spielstände laden, New Game Plus Style. Und da sind bereits Materia und andere Sachen freigeschaltet. Und das ist dann nicht mehr so spaßig, wenn wir das wieder von vorne gemeinsam angehen. Und ich werde es auf der deutschen Synchro dann mit euch gemeinsam spielen, weil es einfach der Verständigung wegen nicht nur besser ist, sondern auch eine sehr gute deutsche Synchro geworden ist. Euch bleibt aber die Option hier mit Sprachausgabe sonst Japan. Japanisch, Englisch, Englisch, Französisch und Deutsch natürlich auszuwählen. Ich habe so ein bisschen auf Englisch gespielt, ist alles sehr, sehr gut geworden. Japanisch schätze ich mal auch, da habe ich auch positive Stimmen gehört. Ich habe noch keine Erfahrung mit Französisch gemacht. Also vielleicht wäre es mal witzig, da einen Abschnitt damit zu machen. Und die Textsprache entscheidet sich je nachdem, wenn ihr die Systemsprache der PS4 umstellt. Ich spiele es auf einer PS4 Pro, allerdings in 1080p, damit wir auch die Streams in 1080p hier machen können. Das sollte aber der Performance nicht unbedingt einen großen Unterschied geben. Lass uns mal einsteigen. Ich gehe hier auf Start und da sollte das Intro anfangen. Wir gehen auf Normal. Ich würde sagen, lass uns das genießen. Ne? Ich werde mal die Schnauze halten und ihr schaut euch mal an, was jetzt hier Phase ist.
Ja, absoluter Magic Moment, Leute. Ich bin auch gerade wieder aus dem Staunen nicht rausgekommen, auch wenn ich es jetzt schon mehrfach gesehen habe. Es hier ist exakt der Anfang, wie wir es vom originalen Final Fantasy VII kennen. Ich glaube, man konnte nicht die Tutorials abschalten. Wobei, ich kann noch gar nicht ins Menü rein. Das ist der Anfang, wie wir ihn kennen vom originalen Final Fantasy VII. Wie ihr wisst, wenn ihr noch keine Erfahrung damit gemacht habt, Final Fantasy VII Remake ist noch nicht vollständig. No. Das, was wir hier als Remake bekommen, ist der erste Part, der in der Stadt Midgar spielt. Und da werde ich gleich nochmal ein bisschen weiter drauf ausgehen, wenn wir hier ein erstes Kampftutorial bekommen. Wir haben quasi so ein bisschen Echtzeitelemente hier drin, die es in der Form vorher nicht gegeben hat, weil vorher war es ja ein separater Kampfbildschirm, den wir mit dem Active Time Battle im PlayStation Original bekommen haben. Allerdings so viel unterschiedlich wie zum Ursprungskampfsystem ist das hier nicht unbedingt. Also jetzt kriegen wir einmal die Grunddetails fertig gemacht. Der sagt uns nämlich, dass wir eine Active Time Balken Leiste auch hier haben. Wir haben diese zwei Leisten, die unterhalb des Charakternamens auf der rechten Seite zu sehen sind. Und die kann ich aufladen, indem ich die Gegner angreife. Wie ihr seht, geht sie da langsam voll. Wenn ich sie voll gemacht habe, dann habe ich die Möglichkeit, mit X in so eine Art Slow Motion zu schalten, den Kommandomodus, den Taktimodus aufzumachen. Und da kann ich entweder Magien benutzen, Fertigkeiten, Skills benutzen und die kosten jeweils eine dieser Leisten. Ähnlich zu dem, wie es in... Ja, natürlich, jetzt habe ich die falsche benutzt, weil ich habe einen Mutangriff genommen, der daneben gehauen hat mit dem Gardisten. Man muss nämlich auch die Abstände beachten diesmal, es geht nicht alles von alleine. Und ja, jetzt zeigt ihr mir, wie das Menü funktioniert. Ich kann es, glaube ich, jetzt endlich auch machen. Alright, ich muss auch auf die Abstände achten und ich werde noch nach und peu à peu ein bisschen was zum Kampfsystem erzählen, aber es hat eine Zeit lang gedauert, bis es Klick bei mir gemacht hat. Danach hat es aber echt cool funktioniert und ihr habt die Möglichkeiten hier Shortcuts zu wählen, die ich ehrlich gesagt gar nicht benutze, weil ich mag es lieber mit dem Taktikmodus anzuhalten und dann mir Gedanken zu machen, was ich machen möchte, anstatt schnell diese Sachen rauszuhauen, vor allem wenn man es mit mehreren Charakteren zu tun hat. Und es gibt natürlich weiterhin das... Ausrüstung ist hier natürlich auch noch nicht freigeschaltet, sonst würde ich euch das Material-System dann zeigen, aber dann machen wir das, wenn es fertig ist. Die Waffe runter! Lock doch! Was für ein Kerl! So, die beiden hier. Da nochmal gezeigt, wichtig ist es, das Blocken und das Ausweichen sind tatsächlich sehr integral, teilweise für die Kämpfe, in speziellen, wenn du mit Cloud unterwegs bist, weil das Blocken, manchmal haben die Gegner eben Attacken, die sich nicht wirklich vermeiden lassen, ne? Und dann zieht das zwar Energie ab, wie man es hier sieht, allerdings, das ist auch wichtig dafür, dass der Balken selber aufgeladen wird, ne? Dass man also nicht nur aktiv daran geht, sondern, jetzt machen wir mal, wie viel haben wir noch über? Ach, guck mal. Die beiden liegen nebeneinander, das heißt, es lohnt sich, einen Mutangriff zu machen, denn der Mutangriff ist so ein Jump-Slash. Das heißt, wenn ich den treffe, sollte ich eigentlich auch den anderen treffen. Nein, doch knapp daneben. Okay, er hat den einen speziell nur angezielt, dann lass mich erstmal die einzelnen hier machen. Aber es sind so Überlegungen, die dann reingehen, wie man den Gegner entsprechend besiegen kann. Und es hängt immer ein bisschen davon ab, was für eine Magie habe ich, wie ist es eingestellt. Es gibt hier noch ein Setting bei den Kämpfen, da werden wir nochmal später drauf eingehen. Jeder Charakter, den ihr spielen könnt, hier sind es eben die fünf Charaktere, die man im Laufe des Midgar-Parts dann treffen sollte, die fünf Hauptcharaktere von der großen Party, die man insgesamt zusammensammelt. Aber jeder von denen hat eigene Art von Steuerung, eigene Art von Waffen, eine eigene Art von Spezialattacken, die man hat, weil mit der Dreieckstaste ist dann noch eine alternative Attacke nochmal mit dabei, die bei Cloud zum Beispiel das Kontern, den Kontermodus einschaltet.
Krachkisten wollen wir natürlich zerstören, um da ein paar kleine Items oder mögliche Upgrades rauszubekommen. Eine Mogri-Medaille mit dabei. Nice, nice. Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns wäre? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Aber dafür ziemlich hübsch. Was ich sehr schön hier finde, ist, wie die Neuinterpretation der ganzen Charaktere geworden ist. Nicht nur solcher Nebencharaktere wie Wedge, Biggs und Jesse, die hier mit der Avalanche-Terrorgruppe, der ich mich angeschlossen habe, für Geld, um einen Anschlag auf den Mako-Reaktor der Stadt Midgar hier zu machen, um die böse Shinra Corporation, den Stromgiganten, dem zu unterbinden, den Planeten auszurauben. Aber auch Barrett, natürlich. Du alte Sau. Super geworden. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Oh. Kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Ah, ich liebe diesen Shot. Der ist Hammer. Und was mir eben am besten gefällt, du siehst diesen Shot, aber es ist eine normale Kameraansicht. Also die haben einfach die Ingame-Grafik da angepasst, was früher eine Rendersequenz gewesen wäre. Ja, das ist ein bisschen früher gelegt, also das Timing ist ein bisschen anders als im Original, wo diese Perspektive kommt. Die ist nämlich ein bisschen früher. Aber das wurde im Zuge des Updates hier neu interpretiert. Ja, mit der R3 kann man den Lock-On machen und mit dem rechten Stick kann man das Ziel wechseln. Das ist natürlich auch wichtig, um das hier anzustellen. Wir werden hier gleich eine Party von mehreren Gegnern haben. Zum Beispiel kümmere ich mich erstmal um den Gardisten, weil ich den relativ easy wegbekomme. Allerdings der Wachhund, der ist anfällig eher gegen Feuer und ich werde eine Feuermagie benutzen, die seine Schockleiste voll macht. Und diese Schockleiste, die funktioniert ein bisschen ähnlich. Ich weiß nicht, ob ihr dann Final Fantasy 13 gespielt habt. Das vielleicht nicht das idealste Spiel ist, das man in den Mund nehmen sollte, wenn man jetzt über neues Final Fantasy spricht. Aber es gibt tatsächlich einige Parallelen mit Final Fantasy 13. Jetzt nicht im negativen Sinne, aber was Final Fantasy 13 in Sachen Inszenierung gemacht hat und speziell diese Schockleiste im Kampfsystem. Die scheinen direkt aus Final Fantasy 13 entliehen zu sein. Wenn ich es zusammenfassen müsste, fühlt sich Final Fantasy 7 so ein bisschen an wie Final Fantasy 10, was ja auch im Sinne wie 13 gewesen ist. 13 ist ja eine direkte Fortführung, spieltechnisch kann man sagen, von 10, leider aber nicht ganz so gut umgesetzt worden insgesamt. Es ist wie Final Fantasy 13 gut, ne? Was das Spielerische und das Weltendesign angeht auf jeden Fall. Ihr macht mal hier euer Tor hier auf und dieses Element mit der Schockleiste, da werde ich auch noch häufiger drauf eingehen, wobei es nicht so integral wie bei Final Fantasy 13 ist, da musste man ja davon immer auf diese Schockleiste gehen, hier ist es eine Option, die man hat. Oh, Besuch, für dich. Jetzt haben wir ein paar mehr, die hier sind. Die Hunde sind schwierig, na, weil ihr habt gesehen, die vertragen ein bisschen mehr. So. Ich hab den. Ja, ich mach mal erstmal den Gardisten auch. So. Ach, der hat noch. Komm. Der hat noch einen über. Ah, jetzt bin ich auf der Treppe rauf, natürlich. So, Gardist. Einmal weg. Ich mach kurz den Block. Der springt mich an, glaube ich, gleich, ne?
Nee, er läuft noch mal ein bisschen hin und her. Das Ding ist, die Gegner könnten theoretisch meine Magien oder Sachen, die ich zum Casten brauche, auch canceln. Jetzt muss ich ein bisschen Glück haben und er wurde einmal getroffen, aber ich mache noch mal einmal Feuermagie. Dann ist seine Schockleiste nämlich voll und jetzt sollte ich freies Geleit haben. Ich ziehe ihn mehr ab mit meinen Angriffen. Ich mache meine ATB-Leiste dann noch einmal voll durch die Attacken und ich gebe einen Impulshieb hinterher. Der Impulshieb ist auch eigentlich ganz gut geeignet, vor allem weil er so eine Forward Motion hat. Das heißt, das ist so ein Slash, der direkt in einer Linie nach vorne geht. So kannst du ein bisschen weiter entfernte Gegner erreichen und der füllt auch die Schockleiste mehr als übliche Attacken. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier muss ich lang, ne? Mal kurz gucken. Mal wo? Okay, wo? Wo bin ich schon mal lang? Achso, da sind Gegner. Okay. Ich dachte ja schon. Was ist denn hier passiert? So. Geh mal hier zu dir auch hin. Zum Glück, es reicht bei denen, das so zu machen. War da nicht noch ein Hund? Ist da nicht noch ein Hund weggelaufen? Bin mir nicht ganz sicher. Ihr habt jetzt auch gesehen, eine weitere Funktion, ich kann mit der L2-Taste entweder mir also gar keine Anzeigen hinmachen, wenn man das komplett autark machen möchte, so an der Gegend absehen möchte. Ist ja auch für einige ganz cool, ne? Dass man sich direkt durch das Weltendesign dann orientieren möchte. Oder ich kann so eine Art Indikator zuschalten, wie so eine Art Kompass vielleicht, ne? Kann man sagen, der mir dann zeigt, okay, das nächste Ereignis storytechnisch, ich muss in die Richtung oder ich kann mir gleich eine Map inklusive dem Indikator dann machen. Ich würde fast die Map erstmal für uns alle anlassen hier, ne? Aber je nachdem, wie man mag. Ich sichere unseren Fluchtweg ab. Du solltest der Gruppe schnell hinterher. Ja, es gibt ja auch CGI-Szenen, also manche der Cutscenes sind gerendert, allerdings ist das alles mit der Ingame-Optik gemacht, sodass es nicht auffällt, wo es zwischen Ingame-Optik und CGI dann wechselt. Das kann man fast am ehesten absehen an der Waffe von Cloud, wenn man die nämlich mal wechselt. Wie du die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Hat er die andere dann auf. Dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Da wird er sich schon zurechtfinden, aber lassen wir mal Biggs und Jesse ihre Arbeit machen. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft! Was zum... Die Tür! Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Hey, diese Selbstgefälligkeit haben sie toll hinbekommen. Eine weitere Funktion, die einem jetzt gezeigt wird, der Haltungswechsel. Ich habe gesagt, mit Dreieck gibt es je nach Charakter eine Spezialität, die man machen kann. Bei Cloud ist es der Haltungswechsel. Normalerweise mit meiner Standardhaltung kann ich blocken und normale Angriffe machen bei einzelnen Gegnern. Wenn ich die Offensivhaltung mache, werde ich sehr langsam von der... Ja, komm, machen wir da mal kurz weg. Werde ich sehr langsam von der Bewegung. Ihr seht, er bewegt sich sehr langsam und ich blocke nicht. Allerdings, dadurch kann ich Massenangriffe machen und würde bei Gegnern, die mich angreifen, einen automatischen Konter hinterher machen. Das gilt vor allem, also bei so einer Gruppe hier, ist es wirklich sehr, sehr praktisch, diese Offensivhaltung zu machen. Vor allem, weil die hier auch so wirklich Kleinvieh gewesen sind, die man nicht unbedingt dann ernst nehmen muss, in den meisten Fällen. Es gibt auch die Möglichkeit, mal sehen, was hatte ich eigentlich eingestellt, weil das ist so ein bisschen eine Glaubensfrage, ob man das beim Gameplay hier, oder? Wo ist das? Kamera? Genau. Das ist, glaube ich, je nachdem, was den Zielwechsel angeht, rechter Stick, Zielwechsel in Reihenfolge in Richtung Werten für Kampfkommandos. Also man konnte auf jeden Fall nochmal einstellen, ob man zum Beispiel beim Lock-On einen Charakter, einen Gegner ins Ziel nimmt oder ob das ein bisschen allgemeiner gehalten ist, sodass man trotz Lock-On auch andere Gegner treffen kann, was ganz wichtig ist. Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Kinderspiel. Dann haut mal rein. Schnell, Jesse wartet schon. Nehmen wir natürlich mal hier die Items, die hier sind und Kisten immer zerschlagen. Da gibt es vielleicht so ein bisschen nochmal Heilung dazu.
Das, was wir hier spielen, das kennt ihr eventuell schon. Das ist ja auch schon als Demo rausgekommen, aber natürlich unter ein bisschen anderen Aspekten kann ich nochmal ein bisschen mehr Expertise abgeben. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Tifa und ich? Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Marco aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause! Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Also ab hier wird Charakter 2 freigeschaltet mit Barrett. Und Barrett kann Distanzangriffe machen, das zeige ich jetzt hier. Ich werde mit Viereck ballern können, anstatt Slashes zu machen. So kann ich nur auf diese Geschütze da drauf gehen. Und Barrett hat noch eine Einzelattacke. Ja, die kann er einmal aktivieren und die muss danach aufgeladen werden mit Dreieck. Die hat gereicht, um jetzt diesen Alpha-Laser wegzumachen. Dafür habe ich aber einmal meine Leiste aufgebaut mit Barrett, sodass ich den Alpha-Laser B anschießen kann. Und genau, den B wollen wir hier mal machen. Und Cloud kann natürlich jetzt erstmal nichts anstellen. So reicht das, ich hätte blocken können. So, ich blocke jetzt mal. Ich habe den Schuss vom Alpha Laser C geblockt. Der Gegner ist anvisiert. Und jetzt kann ich sogar einen Schockschuss mit zwei Leisten machen, weil ich beide bei Barrett aufgeladen habe. Und ich ziehe die komplett durch. Allerdings, hier sind auch nochmal ein paar andere Gegner, die für Cloud angegangen werden. Mit dem Steuerkreuz kann ich zwischen den Gegnern hin und her wechseln. Machen wir mal den Impuls, nicht zwischen den Gegnern, zwischen den eigenen Charakteren hin und her wechseln. Während ich eine Figur steuere, wird die andere vom Computer übernommen, aber der Computer kämpft nicht für einen.
Ja, also Cloud hat jetzt so ein bisschen die Stellung gehalten. Er hat so versucht, den Balken aufzuladen. Das hat der Computer zumindest so ein bisschen, damit man sich nicht immer darum kümmern muss, dass du dich konzentrieren kannst, mit der einen Figur zu kämpfen. Allerdings, wenn es dann darum geht, Befehle auszuführen, wenn da Skills aufgeladen sind oder Magien, dann solltet ihr das selber machen, ne? Weil das auch, der Computer will euch das nicht abnehmen. Und mit den Lasern ist natürlich ja auch nicht zu spaßen. Also Computer will es nicht für abnehmen, ihr solltet selber mal ein bisschen schauen, wie ihr da vernünftig rüberkommt. Und ja, das wird natürlich noch sehr viel zum Einsatz kommen. Ich bin sehr gespannt, wie ich gleich den ersten großen Boss machen werde, den wir ja auch in der Demo alle gemeinsam gesehen haben, weil jetzt mit meinen Erfahrungen hoffe ich, dass es ein bisschen besser geht. Sprinten ist natürlich auch möglich mit der L3-Taste unter anderem. So können wir schneller durch solche Hindernisse durchlaufen. So. Falls sie dann wieder aktiviert werden, gar nicht mal schlecht. Ach komm, lass uns mal hier durch. Ich gebe zu. Ja, das war blöd. Okay, wir gehen mal durch. Hier schaffen wir es durch. Ich gebe zu, ich habe am Anfang mich fast schon gescheut davor zu laufen, weil dreimal glaube ich. Ich habe mich ein bisschen gescheut davor zu laufen, weil die haben sich ja schon einiges an Mühe gegeben, was das Redesign dieser ganzen Welt angeht. Und ich kenne es ja natürlich vom Original aus her. Und ich hatte schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, jetzt laufe ich dran vorbei und gucke mir die Sachen nicht mal so richtig an, ne? Und also nicht wundern, falls ich mal so laufe, anstatt so. Liegt mehr daran, weil ich so ein bisschen das Spiel natürlich genießen möchte. Auslöscher. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Dann müssen wir ihnen einfach zuvorkommen. Okay, einer der schwereren Gegner, wobei... Ich werde erstmal kurz, damit ich das nicht während des Kampfes machen muss, einmal kurz eilen. Hier müssen Barrett und Cloud zusammenarbeiten. Dieser Auslöscher kann hier erstmal kurz, ihr seht, ich hau ihn drauf, aber so viel Energie zieht das erstmal nicht runter. Ich kann Cloud dazu verwenden, erstmal die Schockleiste hochzumachen. Barrett ist hier aber einen kleinen Tacken wichtiger. Er kann nämlich hier dann auch mit dem Schockschuss die Leiste aufbauen. Und er hat dazu noch Blitzmagie verfügbar. Und das können wir zwar jetzt noch nicht sehen, es gibt später eine Material, mit der wir nochmal irgendwelche Schwachpunkte ausloten können von den Gegnern, aber diese Gegner, bei mechanischen kann man davon ausgehen, dass die, und hier wird es auch nochmal gemacht, ne, bestimmte Angriffe machen sie schockanfällig. Wird das hier über das Tutorial einmal erklärt. Und dadurch mache ich die Schockleiste wesentlich schneller voll. Sodass ich ihn, wenn ich ihn einmal geschockt habe, bei so einem Gegner ist es dann umso wichtiger, das so anzustellen. So, ich würde mit Cloud, jetzt habe ich auch zwei mit ihm voll gemacht. Ich mache zwei Impulshiebe hinterher. Und er ist geschockt. Es hat gereicht. Okay. Das heißt, jetzt wo er geschockt ist, werde ich den Mutangriff machen, weil der ein bisschen mehr abzieht. So, und ihr seht, das zieht auch nochmal ordentlich viel mehr ab. So, Barrett macht einen großen Schockschuss. Und das sollte wahrscheinlich reichen. Nicht ganz. Es hat nicht ganz gereicht. Okay. So, aber jetzt ein, zwei Angriffe. So, und den haben wir erledigt. Ja, es ist immer ganz wichtig, dieses Miteinander, die Charaktere vernünftig miteinander spielen zu lassen und vielleicht auch mal sehen, wer welchen Part übernimmt in den Kampf, welche Position ich mache. Wenn ihr einen Charakter aktiv steuert, dann ist es auch häufig so, dass der Gegner ihn dann anvisiert. Und die hören natürlich nicht, nicht wieder rauflaufen, wir sind ja von hier gekommen, aber ich hatte das Item dann noch vergessen. Die plappern natürlich sehr ausführlich, aber das finde ich auch toll, das ist sehr ähnlich wie bei Final Fantasy XV. Du kriegst einfach wesentlich mehr Emotionen rübergebracht und das Miteinander, die Kameraderie, ne? Nicht nur durch Barrett und Cloud, sondern natürlich, wie auch erwähnt, durch Wix, Bix und Jesse. Wedge, Bix und Jesse, verdammt nochmal. Diesen Namen, ey. Verdammte Star Wars. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Der Sprengsatz muss dort runter. Hier geht's runter. Das ist auch geil, ey. Einfach der Blick hier so runter. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch, die jetzt zuschauen, wirklich vertraut sind mit dem originalen Final Fantasy VII. Es ist ja natürlich auch was,
wo ich sagen würde, hey, das ist nicht nur ein Spiel, was sich für Nostalgiker lohnt, weil die wirklich sich echt Mühe gemacht haben, hier auch für neue Leute das Spiel so zu präsentieren, dass man auch reinkommen kann, dass man abgeholt wird. Aber natürlich ist es nochmal so das kleine Extra mehr, wenn man die Erfahrung des originalen Spiels hat. Dann sehen kann, wie alles neu gestaltet und abgedatet wurde. Alleine, dass man hier eine durchgängige Location hat, ne? Dass ich bis ganz nach oben und bis ganz nach unten gucken kann, ohne mit separaten Bildschirmen oder Ladezeiten dazwischen was zu machen. Das ist sensationell. Wir sehen uns später. Alles klar. Wir rutschen runter. Bin sehr gespannt darauf, wie ich den Kampf jetzt mache, ne? Ich habe zwar nicht alle meine Skills, die ich jetzt gewohnt bin, mittlerweile vom späteren Spiel aus. So. Barrett, nicht. Wo hat er den. Wo ist der Alpha Laser? Da ist er. Den wollen wir ja angreifen. So. Und natürlich hier oben. Ach komm, gib mir Stählerner Wille. Dann kriege ich nämlich mehr Angriffspower. Das normale Angreifen. Dann kann Cloud sich um die anderen Sachen kümmern. Ich bin wirklich sehr gespannt darauf, wie ich mich beim Boss hier schlagen werde. Weil ich habe wirklich gestruggelt. Ich habe den auf der Gamescom gemacht. Ich habe die Demo gemacht. Ich habe auch Events in den Vorabversionen gemacht. Und es war immer so ein bisschen, ich komme nicht so ganz zurecht. Ich weiß noch nicht ganz, wie das richtig geht. Und jetzt würde ich fast sagen, ich habe zumindest eine halbe Ahnung davon, ne? Wie das funktionieren kann. Zack. Kriegst du auch hier. Mono Drive, du Penner. Oh, da ist ja noch einer. Okay. Während des normalen Kämpfens, man kann sich aussuchen, wer der Anführer der Party ist. Dann würde das der erste Charakter sein, zu dem das Spiel hinschaltet in den Kämpfen. Aber innerhalb der Ortschaften läuft man mit Cloud umher hauptsächlich. Wenn Cloud dann in der Party ist. Und innerhalb der Kämpfe, so wie ihr es vom Original gewöhnt seid, wenn ihr es gespielt habt, drei Leute in der Party gleichzeitig. Ich kann's kaum erwarten! Wie toll das ausschaut, ey. Wie toll. Wie toll, wie toll, wie toll. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mache das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Tja, wir sind natürlich, wir trauen uns was, 20 Minuten zum Flüchten. Schön ambitioniert. Aber wie viel waren es im Original? 10 Minuten, oder? Oder unter 10 Minuten, ne? Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf. Ach nö. Ach nö. Also, dann schauen wir mal. Ah, ich gehe aus dem Weg. Schade. Da habe ich zu spät reagiert. So, das, was ich ausgeführt habe, gilt natürlich auch hierfür. Sollten wir vielleicht blocken. Zwischendurch angreift. So, jetzt habe ich hier mal voll gemacht. Ich gebe mal einen doppelten Schockschuss. Die Cloud greift mal hier an. Und seine Schockleiste geht ordentlich voll. Okay. Auch der Impulshieb. Barrett geht da weiter. Okay, Cloud kann nochmal. Ah, und jetzt habt ihr gesehen, ich kann mit L2 und R2. Ich muss nicht zum Charakter hinwechseln, sondern ich kann das auch hier so machen. Was hier passiert, wenn der natürlich da hinten an der Wand ist, habe ich keine Gelegenheit, wirklich
mit Cloud irgendwas anzustellen, es sei denn, ich benutze Magie. Das heißt, blocken ist am sinnigsten. So, Barrett kann eigentlich den Schockschuss nahe kommen. Komm, die Leiste ist... Da ist sie voll. Alrighty. So. Jetzt gib mir mal volle Pulle Schockschuss. Cloud kann den Mutangriff machen. Da haben wir ihn schön ordentlich was abgezogen bisher. Nur dass er auf die nächste Stufe kommt. Er hat hier... Oh, warte mal. Gehen wir aus dem AOE einmal raus. Area of Effect Attacke. Er hat da hinten einen Schwachkern oder einen Schwachpunkt, den wir hier gesehen haben. Es lohnt sich natürlich, den im Speziellen anzuballern. Mit dem Schockschuss... Ah, habe ich ihn gerade noch erwischt? So, ich lasse Cloud mal agieren. Der kann aber jetzt... oh, der könnte, der sollte mal heilen, ne? Wollte mal für sich benutzen. Ja, ja, manche Attacken können nicht geblockt werden, immobilisiert, sollte man auf einen anderen Charakter wechseln. So, das heißt aber, ich würde Cloud dann einmal als Barrett. Ah, natürlich. Jetzt hat es mich hier erwischt, dass ich Cloud nicht rechtzeitig geheilt habe. Ich war zu optimistisch. Blocken hier kurz. Na, wie lange noch? Block, block, block. So. Ich habe jetzt zum Glück noch eine Phoenix-Feder. Phoenix down. Sodass ich Cloud hier nochmal heilen kann. Warte mal, ich kurz. Einmal mit ihm. Weil Barrett hat noch die Vita-Magie. Und ihn einmal hier heilen. So. Geh mal zurück, Cloud. Cloud kann den... Ah, hat es einen Kreisfehler gemacht. Okay, interessant, interessant, ne? Mal jetzt so alles mal ein bisschen taktischer anzugehen. Ich würde nochmal Cloud heilen. Okay. Nochmal solche Attacken hier. Aber er hat seine Attacke hier. Okay, wir machen mal Spiel an der Wille. Dann Cloud den Impuls sieht mal. Ah, fuck! Da ist der Penner natürlich jetzt weg. So. Raus aus dem elektromagnetischen Feld. Oh, der hat Cloud ein bisschen erwischt, aber. Was mache ich? Was mache ich? Gebe mal den Schockschuss ab. So. Mal sehen, ob ich zum... Vielleicht, dass ich blocken sollen. Aber er schockt langsam. So, meine Limits-Anzeige geht auch langsam hoch. Jetzt ist er geschockt. Okay. Oh, und... Oh, geschockt. Und Cloud hat den Limit Break. Ja, okay, das ist mega gut. So. Limit Break ist nämlich... Barrett hat den Limit Break, okay. Das ist natürlich nochmal die Möglichkeit, hier extra Angriffe zu machen. So, ich habe ihn auf die zweite Stufe gebracht. Ich versuche jetzt nochmal mir einen Heiltrank reinzuballern. Nochmal gut geklappt. Ich habe ihn nämlich schon auf die nächste Kampfstufe gebracht. In den schlimmsten Fällen, das ist immer ein bisschen nervig, dass die Schockleiste wieder runtergepackt wird, wenn man die aufgebaut hat zu bestimmten Stellen im Kampf. Hier haben wir ihn quasi in die nächste Phase dann reinkatapultiert. Und ja, das macht natürlich die Gegner umso kniffliger und schwieriger. Achso, lauf, 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 lauf. So, block, 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 block. Wobei... Ich werde jetzt Magie benutzen. Wir werden müssen bei dem Laser immer ein bisschen aufpassen, dass er uns nicht trifft. Barrett heilt sich einmal selbst. Entweder wir gehen da zeitig in Deckung.
Okay, das eine hat er nur weggemacht, aber ich wollte das extra nochmal hier, damit ich Cloud ein bisschen... So, warte mal. Ah, elektromagnetisch, geh raus. Ah, verdammt. Die eine Rolle hat nicht gereicht. Okay, seinen Schwachpunkt sehe ich von hier aus nicht mehr. Aber ich gebe zwei Impulshiebe. Und gehe rüber zu Barrett. Also hier mal Rauhaut. Ich gebe mir, mal dem Stiller einen Willen. Lass mich das blocken. Du kriegst einen Schockschuss hinterher. Ah, der springt jetzt. Nee. Doch, jetzt springt er. So. Kann ich dir... Ach, warte mal, ich lade ihn mal voll auf. Den Schockschuss, so. So, gib mir einen Impulshieb. Oh, womit ich gar nicht gearbeitet habe bisher. Das ist so ein bisschen... Oh, jetzt lädt er nochmal auf. Komm, Cloud. Zum Glück, der andere Charakter läuft von alleine darüber. So. Ich habe gar nicht mit Magie gearbeitet bisher. Stimmt, Blitz wäre ja ganz hilfreich. Da sollte nämlich die Schockleiste einigermaßen fix hochgehen. Okay, Cloud macht den Impulshieb. Und er macht noch einen Impulshieb hinterher. Barrett. Ah, okay, ich habe Cloud natürlich gleich in die Gefahrenzone gebracht. So, Barrett... Mach mal ein bisschen jetzt die Magie. Während Cloud hier. Was? Warum? Ey, die ganze Schockleiste war auf einmal weg. Das ist natürlich mega nervig. Ja, wahrscheinlich. Okay, das ist nervig. Ah, ich hatte die Schockleiste hatte ich doch eigentlich voll. Aber er ist jetzt zur nächsten Stufe des Kampfes gekommen. Dieser verdammte Penner. Ja? Meine Schockleiste quasi zerbrochen ist. So, ich muss auch mal aufpassen, dass das mit der Energie hier reicht. Ja, jetzt geht er nochmal richtig ab. Cloud, den Mutangriff. Barrett macht den Schockschuss. Gib mir noch einen Schockschuss hier von Barrett. Ja, ich kann auch die Beine natürlich jetzt hier direkt angreifen. Bleibt die Frage, sollte ich seine Beine eigentlich zuerst angreifen, oder? Na gut, oh, ich kann die Beine sogar richtig gut wegballern jetzt gerade, okay. Na komm, gib mir das linke Bein. So. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Und komm, ein letzter Schockschuss und da haben wir es. Wir haben hier sogar mit Schock hier und ich finde schon mit dem Limit Break. Ah, ich hatte ihn, einen Schlag zuvor hatte ich ihn schon gefinisht. Interessant. Wirklich interessant, jetzt das mal mit ein bisschen Erfahrung des Kampfsystems zu machen. Okay, bevor wir rausgehen, wir haben natürlich unser Zeitlimit, aber die Zeit muss sein, einmal kurz das Highlight zu machen. Es war wirklich sehr interessant, das jetzt mal anzugehen mit frischen Charakteren, also welche, die noch kaum Skills haben und nicht aufgewertet sind. Und weil jetzt konnte ich mal ein bisschen, da ich nicht mit dem Kampfsystem gestruggelt habe, in der Richtung, oh, welchen Charakter jetzt hier irgendwas, oh, ich werde wieder angegriffen, was passiert da? Das kann so ein bisschen überwältigend sein, eben zu Beginn. Und mal zu sehen, wie man die Gegner so ein bisschen ausloten kann, was man mit denen alles anstellt, finde ich ganz angenehm, ey.
weil wird echt, also zu Beginn hätte ich gesagt, Kampfsystem schwierig, ne? Also müssen diese ganzen Upgrades und Neuerungen sein, aber mittlerweile gefällt es mir echt gut, muss ich sagen, das Kampfsystem. Also auch wenn ich es wirklich nicht perfekt kann, aber ich kann es zumindest ein bisschen. Und insbesondere wenn man mal dann ins Endgame oder sowas mal geht. Kann man es ja richtig ausloten. Cloud, was hängst du denn da rum? Wir haben nur noch 18 Minuten 55. Ab jetzt. Bis wir raus können. Ich folge dir mal, Jesse. Ich beeile mich nicht. Wir haben ja noch locker Zeit. Wie alles so schön brennt hier. Das ist toll. Dafür muss Zeit sein. Ich will diese Heiltränke mitnehmen. Die sind wichtig. C'est important. Da ist Barrett, wenn wir hinten drauf achten. Der auch so schnell klettern kann mit nur einem Arm. Barrett! Geh schon mal vor, Jesse! Die Tür ist jetzt wichtiger! Aber... Für mich keine Sorgen! Habt ihr Soldatengeleitschutz! Schön, dass es anhält hier auch von der Zeit, ja? Da waren sie schon, okay. Okay, I accept this. Ich war zu gut. Ach, ist das schön. Und da natürlich ein zweiter Auslöscher. Was nicht ganz so geil ist, aber impulsive. Wir gehen einmal mit dem Tank mit Barrett. Jetzt schon mal hier? Ach komm, ja. Warum nicht? So, ich mache einen Impuls-Hieb. Barrett macht nochmal. Macht die Magie noch einmal. Machen wir einmal so voll. Okay, wollen mal kurz gucken, dass der hier. Mutangriff, reicht das? Okay, reicht. Sehr gut. Haben wir den Mutangriff noch erwischt. Und den haben wir mit der Schockleiste fast fertig gemacht. Super gut. Schön gemacht, ihr beiden, würde ich jetzt sagen, ne? Wenn ich das nicht gemacht hätte. Eine PS4 Pro ist es, wo ich hier drauf spiele, hatte ich auch schon eingangs mal kurz gesagt. Wie gesagt, aber in 1080p für Streaming jetzt hier. Aber ich habe es auch schon auf einer normalen PS4 gesehen und jetzt nicht das ganze Spiel. Natürlich kannst du also nicht sagen, ob es da irgendwelche Performance-Einbußen oder sowas gibt. Technisch war es eigentlich meist geil, aber ein bisschen gemischt in manchen Sachen. Ne? Hier zu Beginn finde ich, ist alles wirklich top. Wenn ihr später in manche Gebiete geht und eventuell gibt es da schon einen Patch, während wir hier schon spielen, ob man da dran was machen kann oder nicht. Oh, wichtig bei den Figuren, Konterstellung. Weil das dann könnt ihr bei den Kombattanten aufbauen, dass ihr hier entsprechend eure Angriffe machen könnt. Diese Kombattanten haben eine sehr große Ausweichrate, ne, diese Gegner, wenn sie hier ankommen. Und da sollte Cloud, das hat sich bisher kaum gelohnt, nochmal hier in seine Dreiecks, in seine Offensivhaltung hier reinzugehen,
weil das Kontern war noch nicht so wichtig, aber bei den Gegnern, ne? Weil wenn du die nicht auskonterst, dann weichen die alle in deinen Attacken aus, diese Kombattanten hier. So. Sodass wir hier die Konterangriffe haben, was die Schockleiste voll macht. Da sieht man es da drüben bei Barrett. Muss natürlich auch. Warte mal. Ah, ich gehe mal. Ah, für Barrett gibt es da oben noch was. Moment. Okay, hat Barrett schon mal voll. Ich mache einen Impulshieb bei dem. Und ich mache noch einen Impulshieb bei dem. Und dann geht seine Schockleiste voll. So. Lass Cloud mal Cloud sein. Damit wir den Alpha-Laser mal wegmachen können. Hier gibt es noch einen. Gehen wir wieder zurück zu Cloud. Gehen wir zurück zur Offensivhaltung, damit der Konter passieren kann. Ich kann, glaube ich, jetzt einen Mutangriff machen. Und da ist noch ein anderer Alpha-Laser. Oh, warte mal. Cloud kann einen Impulshieb da drüben machen. Oh, jetzt habe ich. Ah, jetzt habe ich den falschen Gegner anvisiert. Scheiße. Macht nichts. Machen wir den. Ja, ich habe den falschen Gegner anvisiert. Ist der andere noch da? Ne, Cloud hat den. Oh, Cloud hat den erledigt. Haben wir den nicht getroffen? Haben wir den Alpha Laser A nicht getroffen? Ja, einmal blocken. Komm. Das halten wir aus. Und wir geben dir einen Schockschuss hinterher. Okay, gut. Ich hatte Angst, dass Cloud quasi seinen Impuls hier verschwendet hat, weil ich noch auf den gelockdownt war. Aber es sind so ein bisschen die Kleinigkeiten. Es kann ein bisschen unübersichtlich sein. Das ist die Sache. Also, wenn man es irgendwann ein bisschen lesen kann, geht es. Aber es geht schon sehr viel ab gleichzeitig, ne? Dieser Haltemodus, der Wartemodus hilft aber, natürlich. Dann lassen wir uns schnell raus. Items haben wir alle geholt. Lauf, Cloud, lauf! Wie geht's denn? Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fasse ich mal als Ja auf. Ja, und da hatte unser Öko-Terror-Anschlag Erfolg. Obwohl, man hat es gesehen, Shinra hat ein bisschen mitgeholfen. Ne? Die haben uns ja die ganze Zeit beobachtet. Ich glaube, das ist eine dezente Änderung gegenüber dem Original. Ne? Ich weiß nicht, ob das Shinra mit dazu beigetragen hatte, dass die Explosion so verläuft. Alle noch da. Sogar in einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Was genützt hat?
Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Da versuchen wir dann natürlich aufzupassen. Ja, graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Hier wollen wir gleich so eine kleine Eigenheit sehen. Ihr seht diese Quetschecken hier, wo wir uns durchquetschen müssen. Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Und der vergammelte Joghurt will natürlich hier einmal erwähnt werden. Das wird im Großen und Ganzen, das ist natürlich auch eine Stilfrage, aber wird auch gerne dazu benutzt, ein bisschen Ladezeiten zu kaschieren im Spiel. Meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Das ist so ein bisschen, wenn da so diese großen, dichten Gegenden zusammen sind. Vielleicht, wenn ihr Jedi Fallen Order gespielt habt. Dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Da war das echt häufig verwendet worden. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Aber man kann trotzdem mal hier wirklich die ganze Arbeit genießen, die reingegangen ist. In den meisten Fällen kommt man eben wirklich nicht aus dem Staunen heraus, was die technische Umsetzung angeht. Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die... Ich bin bei dir, Marlene. Und ich bei dir. Dusche. In merkwürdiger Weise, ich weiß nicht, das liegt wahrscheinlich an der Unreal Engine 4, wie die PS4 mit den internen Laufwerken hier aufgebaut ist, aber was die Texturen angeht, das ist manchmal ein bisschen komisch, jedenfalls noch ohne Day One Patch. Ne? Vielleicht wurde ja mittlerweile was dran getan, wir werden es sehen. Der Sprengsatz ist scharf. Köpfe einziehen! Hadouken! Shoryuken! Hatsu Maxen Pukyako. Hey, das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist halt verlassen. Los, weiter. Ich bin Special Moves überall. Lag hier noch ein Item irgendwo rum? Nein. Irgendwie noch so ein Eckchen? Egal, was soll's. War nicht so wichtig bestimmt. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Mako-Reaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit heranfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich. Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fangt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Ja, die Absicht von Avalanche als Ökoterrorgruppe, quasi diesen Mako-Reaktor, der die Stadt Midgar mit Strom, einer von denen zumindest ist, der mit, die mit Strom versorgt, außer Kraft zu setzen. War zwar erfolgreich, allerdings der Effekt stärker als angedacht und sehr viele Zerstörungen auch im Wohnsektor hier ausgelöst. Natürlich durch den Effekt, den Shinra selber mit ausgelöst hat. Aber im Grunde müssen sie es auf ihre Kappe jetzt nehmen, ne? Dass sie hier teilweise auch wahrscheinlich Todesopfer gefordert haben. Dein Job ist doch
Und ja, Cloud als ehemaliges Mitglied von Soldat, von Soldier in der englischen Fassung, hat hier eigentlich nur des Geldes wegen mitgemacht. War eigentlich Shinra-Soldat, spezielle Elite-Einheit. Jetzt gibt's Belohnungen. So was hast du sicher hier. Schon gesehen, oder? Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat dir bezahlt? Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Aber das Tutorial brauche ich nicht. Das kann ich euch im nächsten Fall auch zeigen. Waffen und Gegenstände, die ihr habt, haben sogenannte Materia-Slots. Ja, die Materias sind Magiesteine, die dann verschiedene Fähigkeiten haben. Ich habe eine, die Feuermagie mir ermöglicht, Glut. Und Heilen ist die, die wir gerade von Jesse bekommen haben. Die gibt mir nicht nur einen MP-Punkt mehr, also die kann auch Statusveränderungen haben, aber sie kann mir auch Heilmagie jetzt bescheren. Und je nach Waffe hat man unterschiedliche Slots. Manche sind davon miteinander verbunden, sodass man Kombinationen von Materias machen kann. Und ihr seht diese FP-Anzeige oben, das ist die Einsatzanzeige. Ja, wenn ich dann entsprechend diese Materials im Kampf benutze oder einsetze, dann werden die immer stärker, da leveln die hoch und ich kann dann stärkere Attacken zum Beispiel oder stärkere Heilmagie damit anwenden. Also sollte man die auch nach und nach hochleveln und so kann man sehr seine Charaktere und seine Party individualisieren, weil das recht offen gestaltet ist. Noch ein bisschen Ether und Supertank. Ey, und auch hier, ich habe diesen Part schon mal auf einem Event vorspielen können. Ich mache kurz mal die Anzeige hier weg, aber alleine hier in diesem zerstörten Midgard drin zu stehen, nachdem ich das über viele Jahre auf der PlayStation 1 eben in Render PlayStation 1 Optik gespielt habe und hier zu schauen, ne? Zerstört das Feuer richtig. Gebäude, die so hier herumstehen. Mich erinnert es fast schon auch, weil die Autos auch so sind, ne? An den Angriff auf Dolet von Final Fantasy 8, ne? Weil man ja auch ein bisschen so durch so eine Gegend durchgegangen ist, aber oh Mann. Ey, ich hätte auch sehr gerne ein Remake von Final Fantasy 8, wenn wir schon dabei sind. Wenn ihr mal fertig seid in 800 Jahren mit dem Remake von Final Fantasy 7. Twice Ice. Eine Sache, die ich abgeschaltet habe, ihr hört wahrscheinlich dann auch die ganzen Leute im Hintergrund so ein bisschen brabbeln. Es gibt so eine Anzeige. Ich kann euch das hier auch einmal zeigen, solange wir hier sind. Dialoglog. Das glaube ich. Dann sollte man nämlich, glaube ich, wenn das der Dialoglog ist, auch von anderen Leuten, die herumstehen, herumlabern, dann auf der einen Seite angezeigt. Ja, genau, da seht ihr es. Ne? Dass man so ein bisschen die einzelnen NPC-Gespräche, wenn man nicht direkt mit denen reden kann, auch so mitbekommen kann. Oh ja, Moment, wir müssen einmal. Wo ist sie? Da ist sie. Der Schutt ist ziemlich bröckelig. Nach oben kommst du über die Treppe dort, okay? Mach ich gleich. Da kann man NPC-Dialoge so sich anzeigen lassen, aber ich habe gemerkt, mich hat es eher abgelenkt, muss ich sagen. Also zum Glück ist die Option vorhanden. Man kann sich ja aussuchen, ob man den drin haben will oder nicht. Und wenn ich mit jemandem reden will, dann möchte ich das. Wenn die Möglichkeit da ist, aber der Dialoglog, vor allem, weil sich, wenn du zu nah an einer Stelle gewesen bist oder zu lange irgendwo verweilt hast, dann tendieren die auch, sich so ein bisschen zu wiederholen. Und das muss nicht unbedingt sein. Ne? Also, zwar ein nettes Feature, aber wenn man es abschalten kann, ist auch nett. Nicht so wie die zerstörende Stadt hier drüben. Ey, ich habe hier auch gerade Disaster Day, nicht Disaster Day of Crisis, Disaster Report auf der Switch gespielt. Und alleine der Unterschied, wo man hier eine zerstörte Stadt sieht und da mit dieser, PlayStation 2 Optik, kann man fast sagen. Schon was anderes. Ja, es kommt davon, wenn man so viel Budget wie Square hat und sich alleine für das Remake hier 5 Jahre Zeit lässt, mindestens. Ne? Seit der Ankündigung waren es ja 5 Jahre.
Dann nehmen wir einen anderen Weg, würde ich sagen, ne? Motherfucking Sephiroth. Unmöglich. Ja, what the fuck? Was passiert hier gerade? Wieso? Sephiroth, ein integraler Charakter von Final Fantasy VII, der eigentlich, er spielt zwar eine Rolle in dem Teil im Original, der hier auch das Final Fantasy VII Remake behandelt, also die Midgar-Anfangssektion. Allerdings, das ist neu. Träume ich? Hier, ne? Alles brennt und mich rödelt der Controller auch noch ein bisschen. Warte. Und Cloud, du schaffst es. Bringen wir hin. Zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg. Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Ja. Ja. Ein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Also ja, Sephiroth, ne? Oder Sephiroth, wie sie hier sagen, in der deutschen Synchro. Ein Charakter, große Vergangenheit mit Cloud. Und anscheinend hier Teil einer Vision, eines Traumes. Ich doch nur den anderen Weg genommen.
Was bezwecken diese Verbrecher? Meine Familie wartet am Bahnhof auf mich. Was fängt der Tag an? Es kam ein riesiger Knall. Alles ging so schnell. Hier geht's nicht weiter. Meine Kinder sind am Bahnhof. Aber oh, ab und zu mal kann ich auch mit NPCs hier reden. Nicht mit allen, aber viele plappern ja von sich aus. Zum Bahnhof? Hinter dieser Gasse soll es einen Weg geben, aber man muss wohl aufs Dach klettern. Leichter gesagt als getan. Ich? Lasst mich doch. Das ist für mich hoffentlich kein Problem. Ich nehme es in Kauf, Treppen steigen zu müssen. Solange Nemesis hier nicht rauskommt, ist alles gut. Nicht so geplant. Es ist auch wirklich, wie sehr lebendig die Welt hier umgesetzt haben. Also überall sind NPCs, ne? Überall haben die so ein bisschen was. Alleine hier, Pärchen, ne? Etwas niedriger aufgelöste Rentnerpärchen hier, wo sich auch die Zerstörung anguckt. Also, das ist schon krass. Das ist schon krass, wie viel so Kleinkrams, wichtiger Kleinkrams reingepackt wurde. Oh, mit dir kann ich reden. Wenn du zum Bahnhof willst, nimm die Treppe darunter zum Brunnenplatz. Die Treppe, auf der ich schon halb drauf war, aber zurückgegangen bin, um einmal mit dir zu reden. Vielleicht braucht man am Anfang ja noch so ein bisschen Hinweise, ne? Vielleicht ist das noch wichtig zu Beginn. Sogar die Schnellstraße. Oh, wir sind in der Loveless Allee. Alrighty. Hier ist normalerweise Vergnügung angesagt. Minds. Passion. Welcome to Loveless Street. So ein bisschen die Vergnügungsmeile. Der Gesuchte darf nicht entkommen. Okay, vielleicht nicht die Ecke. Aber hier gehen wir hin. Pizza. Gibt's denn hier heute zu essen? Niedrige Auflösung gibt's hier zu essen. Ja, das ist auch eine Sache. Manche der Texturen, aber das habe ich auch schon kurz angesprochen, das werden wir später in manchen Locations sehen. Entweder laden die ein bisschen später rein oder es gibt auch manche, die doch ein bisschen sehr niedrig aufgelöst sind, ne? Kann sein, dass es noch irgendwie mal behoben wird, aber oder dass die dann entsprechend... Weil schaut euch mal diese scharfe Textur da oben an, wenn wir hier nah dran sind. Welcome to Drink Menu. Also das sind so die Sachen, die die Immersion stören. Wenn du von hier guckst, ist es wahrscheinlich okay, weil du vor allem auch diese ganzen scharfen Sachen drumherum hast. Und das ist so das kleine bisschen, was so schade ist, ne? Weil ansonsten flasht mich das Teil enorm. Ah, Aerith! Niemanden beschützen. Nicht mal dich selbst. Alles in Ordnung? Hey, alles in Ordnung? Ja. Hier, für dich. Huh? Eine Blume? Ja, als Dank dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Oh, schwierige Entscheidung, oder? Was macht das? Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich ist sie umsonst. Hä? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Du hast wohl Angst, dass ich
Geldeintreiber auf dich ansetze. So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Ja, das glaube ich nicht, Tim. Aber lass mich die mal kurz erledigen. Zack, nehmen wir euch mal hier ein bisschen alle mit. So. Ja, diese Geister, diese komischen Geister. Also die Aeris-Szene ist ein Klassiker. Das ist ja was, was man im Original auch wirklich entsprechend ja, sie sich einem ins Gedächtnis festgesetzt hat. Aber diese Geister, die waren neu, sie waren bisher noch nicht vorhanden gewesen. Aeris ist hier hingeflüchtet. Da werden wir noch bei Zeiten darauf zu sprechen kommen, weil das natürlich immer wieder mal um Sachen gehen wird, da wir es mit einem Spiel zu tun haben, was ja nur einen Teil des originalen Final Fantasy VII abbildet, gibt es ein paar Anpassungen, wie Parts erzählt werden. Alleine das, was wir hier erleben mit dem Angriff auf dem Reaktor plus den Teil, den wir jetzt hier spielen, das hätten wir eigentlich schon wesentlich schneller im Original durchgehabt. Das wurde hier natürlich entsprechend erweitert, um das unter modernen Aspekten nicht nur grafisch neu zu designen, sondern auch spielerisch ein bisschen was draus zu machen. Ach ja, und die Karte will ich natürlich mal überprüfen. Moment. Hier unten. Wo ist denn? Da ist der Bahnhof, wo ich hin möchte. Hier unten gibt es eine ganz große Ecke. Ich würde aber erstmal hier entlang gucken, weil da war ich noch nicht. Es wurde natürlich erweitert und das war auch natürlich eine Frage, die man sich ganz legitim stellen kann. Ob denn... oh, erstmal Gegner hier. Warte mal. So. Ich würde... Nicht Peter. Gib mal kurz Feuer für den Bachhund. Dass ich den auch mal schocken kann, mit dem Move-Angriff hoffentlich weg habe. Nicht ganz. Oh, was ist denn da explodiert? Sag mal, geh mal vorbei. So, der Move-Angriff hier ist. Ich werde meinen Punkt gleich zu Ende ausführen, wenn wir das einmal durch haben. Aber man musste natürlich mal gucken, wie man das erweitern kann, um daraus ein vollwertiges Spiel zu machen, um zu sagen, hey, wo du im Original vielleicht bis zu 6 Stunden spielen konntest in Midgar, hast du jetzt hier ein zwischen 30 und 40 Stunden Spiel. Und wir haben eine Materia gefunden, einen TP-Boost. Die wir aber leider... Haben wir was anderes? Nein. Die wir leider... Wir müssen auf irgendeine Materie verzichten, um das jetzt zu machen. Das ist nämlich so eine statusverändernde Magie, die einem mehr Trefferpunkte gibt. Aber die werde ich erstmal einsacken. Ja, im Großen und Ganzen wurde das eben mit recht Aufwand und Sorgfalt natürlich gemacht, um entsprechend die Ereignisse und die Magic Moments alle einzufangen, die man aus dem Midgar-Part kennt. Es fühlt sich auch wie ein vollwertiges Spiel an, finde ich. Ne? Also du hast wirklich eine schöne Progression, ist ein bisschen cinematischer, als wenn du jetzt Open-World-RPGs oder sowas gewöhnt bist. Aber das war der Midgar-Part von Final Fantasy VII ja auch, dass du durch die Story geführt, durch entsprechende Locations gegangen bist und die durchaus mal ein bisschen größer und breiter sein können, auch mal Sidequests und so weiter dazu gepackt. Allerdings gibt es auch storytechnisch eine Handvoll Änderungen, ne? Und das werden wir peu à peu natürlich nochmal anerkennen und ein bisschen dann darüber sprechen, wenn es soweit ist, wie zum Beispiel, dass wir jetzt hier mit Sephiroth nochmal was zu tun hatten, eine der wie erwähnt integralen Figuren des Final Fantasy VII Mythos, allerdings der im Midgar-Part eher aufgebaut wurde, muss man sagen, ja, dass man weniger Kontakt mit ihm hatte, sondern eher seine Legende von ihm gehört hat, als einem der großen Kämpfer von Soldier, von Soldat. Oh, Ausweichrunde. Ah, okay. Die werde ich tatsächlich mal equippen, weil die ist ganz, tatsächlich ganz praktisch. Was machen wir mit Dreieck?
Ich werde die heilen Materia mal rausnehmen. Auch, und da seht ihr, ich habe schon 23 FP bekommen für die Kämpfe, die ich bisher gemacht habe. Der Ausweichrundumschlag ist tatsächlich ganz cool. Der gibt mir nämlich eine Zusatzattacke, wenn ich einmal mit Kreis ausgewichen bin in den Kämpfen. Ja, ich kann mich zwischendurch ohne die heilen Materia auch mit Heiltränken erstmal versorgen. Und das erstmal so machen. So, die, ja, ja, wir gucken uns erstmal die Ecke an. Das ist ja ausloten hier. Ich kann nämlich das machen, wenn ich ausgewichen bin, macht er automatisch nochmal so einen Extra-Schlag, der auf jeden Fall vielleicht das Zünglein an der Waage, warte mal, den Gardisten kriegen wir weg, das Zünglein an der Waage sein kann. Wach unter A oder B. Komm. Und wir machen nochmal Magie auf B. Ah, der hat er auf A gemacht. Na ja, gut. Was soll's. Dann lass uns das mal hier voll machen. Aber leider geht jetzt auch die Schockleiste von anderen Hund weg. Au, oh, aber ich habe den anderen Hund. Oh nein, die Schockleiste hatte ich gerade erst erreicht. Okay, dann hat es ja doch super geklappt. Wie ich gehofft habe, wir haben so ein Level-Up gemacht. Aber es wird natürlich Änderungen geben und insbesondere die, du musst ja eine Finalität, eine gewisse Finalität reinbringen, auch wenn es ein To-Be-Continued-Spiel natürlich sein wird, weil du wirst ja auch noch die anderen Parts von Final Fantasy VII erzählen, inklusive vieler Szenen, die hier noch gar nicht in dieser Midgar-Sektion stattfinden. Aber es muss entsprechend natürlich umgebaut sein und angepasst, dass du, ich mache zuerst den Hund hier kurz weg, weil der nervt mich dann. So, jetzt nochmal, ich lade noch einmal auf und mache einmal den Mutangriff. Dann kann ich mich nämlich um die Gardisten kümmern. Und einen von denen habe ich auch erwischt. Geht man hier drumherum. Und ja, da werden wir über diese Fälle mal sprechen, was jetzt mit Sephiroth los ist und was im Speziellen dann auch die diese Geister angeht, die wir gerade bei Aeris gesehen haben. So, ich habe meine Leiste aufgeladen. Sind da Gegner noch? Noch im Angriffsmodus hier. Und ja, peu à peu, natürlich. Jetzt sind wir erstmal damit beschäftigt, irgendwo hier aus... Oh, ein Kombatant. Ah, warte mal, dann gib mir das hier. Ihr wisst ja Bescheid. Ja, dann lass uns die mal kontern. Und ich mache einen Impuls. Der trifft vielleicht... Er hat beide getroffen. Das fand ich sehr gut. Noch ein Impuls. So. Und die Schockleiste ist voll geili. Du bist weg, aber... Den geblockt, geiler Mart, und die Schockleiste ist voll. Fantastisch. Und du kriegst jetzt einen Limit Break. Geil, den haben wir vorhin nämlich nicht machen können. Fantastisch. So wie sich das gehört. Jo, ich bin immer noch im Kampfmodus, okay. Also noch mehr. Okay, du kriegst einen Impulshieb. Geht ein bisschen fixer. So, was haben wir denn auch noch hier? Mach erstmal einen Mutangriff. Und du hast einen Granatwerfer, aber dich kriege ich so weg. Okay, jetzt habe ich die besiegt. So wie sich das gehört. Kann ich hier kurz die Kiste mitnehmen. Ah, und da werden wir auch gleich hier hoch und ja. Müssen wir natürlich peu à peu mal ansprechen. Wenn ihr eine umfassende Besprechung haben wollt, schaut euch da gerne das Review an, was ich gemacht habe vor ein paar Tagen auf dem Kanal. Da habe ich mich möglichst neutral gehalten, natürlich was Inhalte der Story angeht, weil das möchten wir ja alle nochmal selbst erleben, selbst wenn wir es vorher schon kennen, ne, unter Voraussetzung, dass das Original gespielt wurde, aber auch für Neulinge entsprechend gedacht habe. Ich habe versucht, alle Pro- und Kontrapunkte mal ein bisschen aufzuzählen, inklusive was so meine Meinung ist von Storyänderungen, die gemacht wurden, aber auch gerade zu Gameplay und... Mach mal, die Tische den kaputt, der arme Laden, ey, voll vandaliert hier. Da könnt ihr euch vielleicht selber nochmal einen Blick davon machen, wenn ihr das nicht nur im Let's Play mit mir hier erleben möchtet, sondern auch, wenn ihr selber spielen möchtet. Aber spricht ja nichts dagegen, es selber zu zocken, auch. Das ist ja ein Begleitangebot dafür, ne? Wenn man jetzt hier selber spielt oder jemanden dabei zuschauen kann, der so ein bisschen Expertise abgeben kann. Das sind ja alles Sachen. War da eine... Ach, da ist eine Kiste. Ja, ich hab doch irgendwo diese gelben Lichter gesehen. Und gelbe Lichter bedeuten hier meist ganz nice. Oh, und ein Eisenreif. Das ist natürlich eine Sache, die wir einmal checken. Wir haben nämlich einen Eisenreif hier, der jetzt einen Materia-Slot offen hat. Wo ich jetzt sagen kann zum Beispiel, das hier muss man jetzt gleich nicht machen, aber ich packe hier mal diesen Ausweichrundumschlag hin. Ich könnte auch alle anderen Materialien machen, es ist eigentlich nicht so wichtig, weil ich ja auch hier keine Kombination dazu habe, aber es sieht ein bisschen hübsch aus, ne? Wenn ich jetzt heilen und den TP-Boost hier dazu packe. So, lohnt es sich zu heilen? Gucken. Ja, lohnt sich, ne? Kannst du mir mal geben, solange wir MP haben.
Und hier runter. Auch sehr schön neu ausgekleidet, der Part eben hier in der Stadt. Ne? Das waren wirklich eine Handvoll Bildschirme normalerweise. So. Oh, und hier haben wir was. So. Nicht erstmal den Gardisten da hinten weghauen. So. Dieser Sturmgardist hier, der hat einen Schild vor sich. Ne? Und da gibt es Optionen, weil wenn ich drauf haue, dann blockt meine Angriffe sofort ab und ich bin offen für einen Gegenanschlag. Und das ist nicht geil. Ne? Entweder muss ich den mit Magie schon mal ein bisschen aufweichen. Achso, euch kriege ich so. Mit Magie ein bisschen aufweichen. So dass ich eine Öffnung kriege, sozusagen, dass er sein Schild runterlässt und ich dann angreifen kann. Oder ich muss eben einen Konter fahren, dass der angreift und so kriege ich auch eine Öffnung entsprechend. Oder ich muss versuchen, mich hinter ihn zu begeben, ne? Indem ich dann, ich dachte, es wären fast Kisten hier, ich muss versuchen, mich hinter ihm zu positionieren, um dann ihn zu treffen, wenn der Schild nicht aktiv ist. Aber noch ein bisschen Form. Wenn wir die schon haben, kostet ja nichts. Zack. Auch euch haben wir hier erledigt. Also auch jeden Gegner im besten Fall mal, wenn wir die Möglichkeit haben, von außen rum zu analysieren, das anstellen, ne? Und sich überlegen, was die sinnvollsten Taktiken sind. Ja, wir nehmen euch beide mal hier, okay. Dann gehe ich gleich nochmal oben rum. Von der vorderen Seite. Hier sind Sturmgardisten. Ich mache mal hier den... aber da hinten steigen auch welche hier aus. So, Moment. Mal sehen. Wobei, ich habe... oh, ich habe beide hier getroffen, okay. Oh, ein Grenadier ist das, okay. Da ist er. Mein Einsatz. Kleine Schocktherapie. So, komm, jetzt greift er an. Greift du an? Genug jetzt. So, und siehst du, mein Konter hat schön was geholfen. Ich mache den Impulsangriff und euch greife ich mal so an. Übrigens, ich wechsle aus der Offensivhaltung wieder zurück, wenn ich einmal rolle. Also ich muss nicht nochmal Dreieck drücken, um das zu aktivieren. Sondern ich kann das auch mit einer Rolle dann entsprechend machen. Ist dann eben mit. So dass man bereits zum Beispiel entscheiden kann, hey, ich bewege mich eben sehr, sehr langsam mit der Offensivhaltung und ich möchte jetzt nicht erstmal klassisch die Form wechseln, sondern ich will gleichzeitig ausweichen. Und er packt einen wieder zurück in die Nicht-Offensivhaltung, sodass man, weil man ja eh schon in die Bringschuld gegangen ist, schnellere Bewegungen zu machen. War hier oben denn noch was? Kisten nur, ne? Hier geht's auch entlang, ne? Verschiedene optionale Wege. Jetzt habe ich einmal den großen Kreisel hier gemacht. Okay, aber wir sind jetzt sicher, dass hier gar keine Items mehr sind. Was mir auch gefällt, ihr seht auch die Materia-Slots auf der Waffe hier. Es sind auch die Materia, die ihr eingesetzt habt, je nach Farbe. Also die sind auch farblich darauf abgestimmt auf der Waffe, die ihr habt. Und die Waffe wird auch repräsentiert am Charakter. Also ihr seht schon, wenn ihr die Waffe wechselt, was da Phase ist. Ah, und jetzt habe ich gerade mal den Fehler gemacht. Habt ihr es gesehen? Dass der Sturm... das war der Wachhund. Okay, nein. Ich werde das mal durch Mitlocken hier machen. So. Machen wir beim Sturmgardisten. Reicht das? Okay. Trotz Block hat es gereicht. Aber die Schockleiste bei dem einen voll gemacht und bei dem zweiten. Und du kriegst einen Impuls hier hinterher. Okay, das Blocken, das Passive hat sich da gelohnt. Hat sich wirklich gelohnt. Nehmen noch einen Heiltrank zwischendurch. Damit ich wieder... oh, da ist ja noch einer. Ich dachte, ich hab dich. Oh. Da war ich zu schnell. Na komm. Machen wir das mal ganz traditionell und haben Level 10 erreicht. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Genau wie diese Kiste hier, die mir gefällt. Denn ich mache die Welt so, wie sie mir gefällt. Mit der Kiste. Und ich lasse meine MPs ein bisschen heilen. Ach, das macht doch Spaß. Das ist wirklich, ne? Also... mit dem Flow. Guter Dude. Die Ratte sind fest. Jetzt hat dein Spiel ein Ende. Okay, und euch? Dann machen wir erstmal die Angriffshaltung für euch Hyopies da hinten. Dem Sturmgardisten nicht. Höhlgardist A.
mit dem Nudelangriff weghauen. So. Gib mir die Angriffshaltung. Dann holen wir die, das ist aber ein Sturmgardist, den hauen wir damit weg. So, da wollte er mich schön mit einer... Und ich gehe mal zu denen hin. Warte mal, Impulshieb. Oh, da ist ja auch ein Kommandeur. Okay. Gehen wir einfach hier. Für euch hier zur Seite. Dann nervt ihr mich nicht mehr. So. Block. Beide mit Schild. Okay, den einen Sturm. Na, was soll denn das? Okay, ich gebe dir eine Magie. Erstmal den Sturmgardisten. So. Ah, ich habe die falsche Haltung gerade. So, gib mir mal die Angriffshaltung. Komm, du Gongaga-Kommandeur. Du und dein Betäubungsknüppel. So. Ah, okay. Betäubungsknüppel ist scheiße. Schau dir das an. Den konnte ich nicht vernünftig kontern, weil sein Betäubungsknüppel hat mich geknüppelt. Aber ich glaube, das Feuer sollte was bringen. So, einmal geblockt. Hier können wir nochmal mit dem Feuer arbeiten. So, du hast einmal angegriffen. Wir haben dich einmal erwischt von vorne. Reicht das mit dem Mutangriff? Ah, nein. Oh, der hat ja wirklich, Hitpoints. Er hat wirklich Hitpoints. Na komm. Hier um dich drumherum. Ah, der Schild. Hui, das war not so clever. Okay. Mach noch einmal, damit ich hier mir eine Vita machen kann. Okay, das ist zwar kein Dark Souls, aber... Das, okay, mit dem Schild sollte ich ihn eigentlich kontern können. Das wird so nicht. Okay, das war gut. Gehen wir in den Impuls, der geht schneller. Der wurde geblockt! Der wurde wirklich geblockt! Dann kriegst du ein Feuer. Der nervt mich jetzt. Der nervt mich wirklich, aber jetzt hast du Schock. Fick dich. Zack. Du dummer Gungage-Kommandeur, ey. Dass der mich hier so nervt. Was soll denn das? Dafür habe ich nicht unterschrieben. Wir haben den Mann. Festnahme folgt. Hey, wo hast du das? Cloud, wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Moment. Na, da bist du ja endlich. Dich wohl vor der Arbeit retten, was? Shinra war uns auf den Fersen, also habe ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was habe ich gesagt? Ja. Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Draußen waren unsichtbare Wesen. Ah? Wie Geister in langen Roben.
klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Da haben wir es ja doch nochmal raufgeschafft. Auf die Bahn. Um wieder zurückzukommen. Den letzten Zug noch erwischt. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Okay, da stehen die Leute einfach in den Lieferwagen hier rum. Aber wir wollen wahrscheinlich raus aus der Stadt. Oder zumindest dem Wohnsektor hier nahe vom explodierten Reaktor. Ob er es auch geschafft hat? Selbst die Güterzüge sind voll besetzt. Wer hat an mir rumgezogen? Mann, ist das eng. Was hast du zu sagen, Wedge? Die Leute sind ganz schön aufgewühlt. Was hast du erwartet? Du, Cloud, ich... Zum Beichten kannst du dir jemand anderes suchen. Ach komm schon. Jetzt sei doch nicht so. Ich wollte eigentlich nach Sektor 3 fliehen. Noch einen Sitzplatz erwischt. Wohl einige sind auch so ein bisschen... Ja, also, das ist aber ein bisschen unnett, ne? Guck mal, wie viele Leute ihre Taschen da stehen haben, ne? Also, was ist denn das? Also, hier... Warte mal. Also, meine Lady, du hast deine Tasche hier, während der Johnny daneben stehen muss und mit dir redet, während du deine Tasche hier anfasst. What the fuck geht denn hier? Also ein bisschen merkwürdig finde ich das hier gerade, dafür, dass hier so viele Leute rumstehen. Darf ich dich mal was fragen? Klar. Kämpfe mit Shinra, macht dir das gar nichts aus? Ich meine, das sind schließlich schwer bewaffnete Jungs. Ich war bei Soldat. Ich hatte ganz schön Schiss. Meine Kannst du mir glauben? Tochter lebt doch in Sektor 8. Gewöhnst dich schon daran. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich das niemals muss. Steckt etwa Wut? Ja, für eine Terrorgruppe. Auch wenn es Ökoterroristen sind, aber Terroristen bleiben Terroristen. Seid ihr ein bisschen weich auf der Brust. Das Chaos wird sich auch auf Sektor 7 auswirken. Ich fühle mich hundeelende. Die Schäden in Sektor 8 sind einfach zu groß. Ich verstehe das nicht. Meintest du nicht vorhin noch, Makrogase hätten die Explosion verstärkt? Das war meine erste Vermutung. Aber sowas haben die Konstrukteure doch sicher bedacht. Du hast diese unsichtbaren Wesen erwähnt, nicht wahr? Ja. Ach, egal. Ich sollte den Fehler lieber erstmal bei mir suchen, bevor ich anderen die Schuld in die Schuhe schiebe. Ja, alles andere bringt mich nicht weiter. Das steht fest. Aber vielen Dank fürs Zuhören, Cloud. Ja, Jessie ist die Explosionsspezialistin und natürlich geht ihr das nochmal extra nahe, dass wir so eine schlimme Verwüstung hier angerichtet haben. Richtig, Romeo? Nee, darum. Ich bin gar nicht sicher, wo wir zum Abteil hin müssen, aber wenn wir schon mal hier waren, ne? Da geht's ja noch weiter. Nicht dein Ernst, oder? Den Reaktor. Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Mhm. Ob die Shinra erpressen wollen? Hey, redet keinen Sturz. Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Hm? Und wer sind Sie, mein Herr? Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Wer es glaubt, wird selig. Obst. Der tickt noch aus. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht. Egal was passiert, wir machen so weiter wie bisher. Genau, denn Widerstand können wir auch. Und wie? Jawohl, ein Hoch auf Shinra. Ein Hoch auf Shinra. Ihr seid ja richtige Helden. Natürlich.
Wir tun auch nur, was wir können. Gehen wir. Irgendwie hier an die Szene im Joker-Film denken gerade. Falls ihr den gesehen habt, also den zum Aufnahmezeitpunkt aktuellsten mit Joaquin Phoenix. Aber die ist hier ein bisschen anders ausgegangen, die Szene. Hui. Ich komm ja bald an, was? Na, Barrett, was hast du zu sagen? Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Ein Hoch auf Shinra. Hast du kurz Zeit? Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon. Aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Markusstadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Marco-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Oh, diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makrogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, er kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorher bestimmt. Ja, da haben wir so ein paar kleine Infos bekommen, wie es in Midgar ausschaut, wenn ihr Midgar noch nicht kennt als Stadt. Diese Zweiteilung, große Industriestadt auf der oberen Platte, wie vor einer Pizza, wie Spirits, die faulige Pizza, die er ausgedrückt hat, befinden sich die Privilegierten und es gibt darunter natürlich die Slums, ne? Wo die Nicht-Privilegierten dann wohnen. Na endlich! Hey! Hier! Willkommen hier zurück! Sind wir! Oh, ihr seid aber okay. Was denkst du denn? Papa! Seid ihr na, mein Spatzi? Ich hab dich vermisst! Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön! Nichts passiert? Was ein Glück! Ja! Wir haben's geschafft! Astrak, gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Genau. Leute! Tönt hier nicht so rum. Wir fliegen auf. Oh Mist. Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Oh? Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. Ja, Tifa wartet schon auf uns. Finde ich, ist auch ein schöner Cliffhanger für einen Ausstieg für heute. Wenn die Leute umhergehen.
Ja, ich habe gesagt, wir machen den Einstieg hier im Let's Play hier nochmal und ich denke, es ist ein guter Ausstiegspunkt, nicht nur storymäßig, sondern ich werde eben mal schauen, wie sich's anbietet, das zu machen. Ich will euch auf jeden Fall regelmäßig was bieten können, entweder mit täglichen Let's Play Sessions zwischen 1 bis 2 Stunden. Hier haben wir die ersten 2 Kapitel uns angeguckt von dem gesamten Spiel, die natürlich auch unterschiedliche Längen haben, aber jetzt kommt auch ein Part, dem wir uns mal ein bisschen länger widmen können. Ja, auf jeden Fall, dass ihr regelmäßig was bekommt. Vielleicht gibt es noch richtige Livestreams auch zwischendurch drin, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, aber mich würde eure Meinung interessieren, gerne unten in die Comments mit rein, was denkt ihr zum Spiel, ist es was, was ihr selber spielen möchtet, entspricht es euren Erwartungen, hat es vielleicht euch enttäuscht in gewisser Hinsicht, weil da ist natürlich auch so ein großes Spektrum an Meinungen da möglich, ne? Obwohl da sehr, sehr viel Aufwand natürlich reingeflossen ist, man ist ja so emotional verhaftet als Fan des Originals, dass viel bei rumkommen kann, wo man sagt, oh, funktioniert das für mich, funktioniert das nicht. Und ich glaube, diese Sachen werden wir alle nach und nach aufschlüsseln. Ansonsten aber, ich bedanke mich fürs Zuschauen hier auf rpgheaven.de, Podcast auf plauschangriff.de und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen. Eine kleine monatliche Unterstützung, damit ich weiter den Betrieb hier aufrechterhalten kann, so wie bisher unter patreon.com/rpgheaven, unter steadyhaku.com/rpgheaven oder auch gerne direkt unter paypal.me/katius. Das war der erste Teil vom Let's Play zu Final Fantasy VII Remake. Ich war der Gregor und ich sage... Tschüss.